leise sein, geschlafen. Also Josi, ganz ehrlich, nein. Das heißt auf die Plätze fertig Spaß, nicht auf die Plätze fertig Schlaf. Ja, liebe Fans des kleinen Stadtstreichers, heute mal keine aus Stein gehauenen Wahrzeichen, sondern lauter Menschen aus Fleisch und Blut. Ich bin heute im Zirkus Picard. Auf die Plätze, fertig. Yes, los geht's. Hochverehrtes Publikum, herzlich willkommen hier im niederösterreichischen Zirkus Picard. Alexander, du bist der jüngste Zirkusdirektor Österreichs. Heuer hast du aber noch einige extrem junge Artisten im Programm. Ist das nicht wundervoll? Der niederösterreichische Zirkus Picard war, ist und wird es immer sein. Eine Ausbildungsstätte, ja, richtig, eine Förderstätte für junge Talente, für junge Akrobaten. Es gibt nichts Schöneres im Zirkus, als wenn junge Talente sich ausprobieren können, in der Manege glänzen können und, klein aber oho, hier sind die Jüngsten oft schon die Stars mit dem größten Applaus, ist ja auch nicht verwunderlich. Ich selbst bin oft beeindruckt, was unsere Kids schon präsentieren im Alter von 11, 14, 15, 16, 18 Jahren, sind sie schon ganz gleich wie meine Schwestern und ich früher ziemlich weit in ihrer artistischen Performance. Sabrina und René, wie kommt man aus dem deutschen Zirkus Montana in den niederösterreichischen Zirkus Picard? Wir sind Artisten und Artisten sind natürlich international. Wir sind natürlich nicht nur in Österreich, sondern auch überall anders. Über Empfehlung von Josie Caselli, mit Alex auch sehr gut befreundet ist, ist auch Sabrina ihre Cousine. Die hat uns weiterempfohlen und wir haben uns über Internet ein bisschen kennengelernt mit Alex und darüber sind wir halt dieses Jahr mal in Österreich und hoffen natürlich noch für weitere Jahre hier in Österreich bleiben zu dürfen. Josi und Eddie, ihr seid eigentlich schon Inventar des Zirkus Picard und ihr seid auch privat ein Paar. Also die meisten Künstler lernen sich im Zirkus kennen. Natürlich. Das natürlich liegt in der Natur. Im Zirkus, ne? Ja, im Zirkus Danneburg in Dänemark. 2006. Okay, und beim Zirkus Picard ist Josi schon seit 2015. Da war ich noch nicht dabei, weil ich habe da in Budapest gearbeitet und danach, ich glaube 17, sind wir da gemeinsam zu PK gekommen und jetzt gehören wir bereits zur Familie. Ihr seid ja beide irrsinnig vielseitige. Also bei mir ist es ganz einfach, ich habe als Kind habe ich sehr viel gelernt von meinem Papa und ja, das war jetzt natürlich praktisch, da kann man immer ein bisschen in die Trickkiste greifen. Ich bin groß geworden mit Tieren, viel mit Tieren zu tun gehabt und dadurch ist meine Leidenschaft auch mit Tieren zu arbeiten sehr groß und habe dann irgendwann angefangen mit Akrobatik zu machen. Yeah.
Zirkuskinder im Viererpack. Wie sieht Schule und Freundeskreis für euch aus? Also für mich sieht es jetzt zurzeit so aus, ich mache zurzeit meinen Abschluss. Ich bekomme von der Zirkusschule in NRW Marken zugeschickt mit Arbeitsblättern und darüber mache ich halt meinen Abschluss. Wir gehen wöchentlich woanders zur Schule, das heißt da, wo wir gerade sind, gehen wir auch zur Schule. Wir werden jede Woche an einer anderen Schule angemeldet, finden dort auch neue Freunde, tauschen die Nummern aus und bleiben in Kontakt. Ich habe meinen Abschluss gemacht bei der NRW Zirkusschule in Nordrhein-Westfalen und ja, jetzt mache ich Zirkus weiter. John, du bist ja, wenn man dich da mit dem Rumba sieht, ein echter Lausbub. Ja, eigentlich schon. Joel wurde auch schon mal geprankt. Wasser über den Kopf schütten. Nathalie, du beherrschst die hohe Kunst der Antipodistik perfekt. Wie lernt man sowas? Ich habe es von meinem Vater höchstpersönlich gelernt. Er ist auch ein sehr guter Antipodist. Und ich habe mit 9 Jahren angefangen. Dann habe ich gemerkt mit den Jahren, dass es mir Spaß gemacht hat und dass ich immer mehr lernen wollte. Und ja, jetzt ist es ernst geworden und ich verdiene damit mein Geld. Rumba. Yeah. Nach fast 9 Jahren oder 9 Jahren ein Comeback im Zirkus Picard. Ich war hier 4 Saisons, das ist meine 5. Saison. Aber dieses Coronavirus macht etwas klack-klack. Was zu machen, das ist das Leben. Aber ich bin glücklich, darum ich bin hier in meinem geliebten Zirkus Picard. Stefan, Ferien im Zirkus. Wie kommt es dazu und was wird vielleicht nochmal draus? Vor 5 Jahren sogar war ich mit meinem Vater im Zirkusmuseum, das ist in Wien. Und da hat der Alex mit ein paar anderen Artisten so eine Vorstellung gespielt. Und da hat mein Vater dem Alex gezeigt, was ich mache. Und dann hat einfach mal gesagt, komm mal vorbei und zeig, was du so noch alles so drauf hast. Und so ist das eigentlich entstanden, dass ich über die Jahre halt immer wieder in der Show mitgemacht habe und jetzt halt über die Ferien immer auch da bin. Alexander, du kennst Udo Jürgens Lied Der Zirkus darf nicht sterben. Ist der klassische Zirkus in Gefahr? Ja, ich darf einmal sagen, Zirkus generell ist immer ein Auf und Ab. An einem Tag kann die Vorstellung ausverkauft sein, am nächsten Tag sitzen ein paar Maxeln drin. Der Zirkus darf nicht sterben, das ist so ein ganz theatralischer Satz. Ich würde eher sagen, der Zirkus soll leben, er soll Spaß verbreiten und Freude bringen und einfach immer hell erleuchtet sein. Natürlich geht auch manchmal etwas zu Ende, aber liebe Freunde, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2. Und eines kann ich versprechen, solange es den Zirkusdirektor Alexander Schneller gibt, genauso lange gibt es den niederösterreichischen Zirkus Picard. Und ich bin noch sehr, sehr jung, das kann noch sehr lange dauern, nur damit ihr es wisst. Oh.
euch die Vorstellung des Zirkus Picard. Gefallen! Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen im Zirkus Picard.